Hallo zusammen. Wir wollen euch heute was Wahres und was Magisches aus der Weihnachtsbäckerei singen. Eine liebe Bekannte von mir hat eine kleine Metapher geschrieben über Menschen, die immer das Gefühl haben, eine Seelenverwandtschaft mit jemandem zu haben, und hat das Ganze in eine lustige und trotzdem tiefsinnige Geschichte in die Weihnachtsbäckerei gebracht. Es war einmal ein Eigelb. Es schwamm vergnügt in seinem Eiweiß. Glücklich war es, es hatte weiter nichts zu tun. Das Eiweiß war genauso glücklich. Es umhüllte sein geliebtes Eigelb, es bettete es und trug es in seinem Herzen. Himmlisch schön war es und ein bisschen langweilig. Das Eiweiß wollte endlich was erleben. Liebstes Eigelb, ich langweile mich, rief das Eiweiß. Ach Schatz, ist doch alles in Ordnung. Langeweile ist gut. Aber Eigelb, das muss doch noch mehr sein. Ich will raus aus dem Himmel, rein in die große Welt. Ich will Abenteuer erleben, ich will Spannung, Spiel und Spaß. Na gut, mein Schatz, antwortete das Eigelb, wie du willst, das kannst du gerne haben. Ich bin einverstanden, aber ich werde dir vielleicht wehtun müssen. Wir werden uns trennen, uns aus den Augen verlieren. Oh ja, das wird bestimmt lustig, wenn du mir wehtust. Was ist das überhaupt? Wie spüre ich das? Wie fühlt sich das an? Weiß es auch nicht so genau, sagt das Eigelb. Es ist vollkommen anders. Das, was wir jetzt sind, das Gegenteil von glücklich. Aber das ist doch toll. Glücklich sein kennen wir ja schon. Lass uns doch etwas Neues ausprobieren, damit wir wachsen können. Okay, antwortete das Eigelb. So soll es sein. Ich helfe dir. Ich bin ja deine andere Hälfte. Und so schickten sich Eiweiß und Eigelb an, geboren zu werden. Sie wussten nicht, was sie erwarteten. Sie hatten gehört, dass sie sich trennen müssten. Doch sie hatten keine Angst, denn sie wussten nicht, was trennen ist. Mit einem lauten Knall öffnete sich ihre Schale. Sie wurden gerüttelt, geschüttelt, geläutet, geprellt. Von einer Seite der Schale wurden sie in die andere Seite geworfen und zurück. Dabei löste sich das Eiweiß Stück um Stück vom einen seinem geliebten Eigelb. Himmel tat das weh. Der Schmerzen erschüttert sein Mark, sein Herz und seine Seele. Es könnte nicht mehr klar denken. Ihm schwanden die Sinne, ihm blutete das Herz. Er war hilflos, machtlos und landete schließlich restlos getrennt. In einen leeren Schüssel. Plumps, langsam kam das Eiweiß zur Besinnung. Er hatte Schmerzen. Sein Eigelb quälte ihn. Und nun litt es Qualen, hohlen Qualen. Es misste sein Eigelb so sehr, es war doch selbst ein Mittelpunkt gewesen. Was sollte es denn nun tun? Niemand war da, für den es so den könnte. Niemand verstand es. Niemand gab dem Himmel. Niemand warnte sein sittendes Herz. Er hatte solche Sehnsucht. Der Himmel war dunkel. Seine Sonne war verschwunden. Es fühlte sich vollkommen verloren. Ein verlorenes Eiweiß in der Schüssel der größten Dunkelwelt. Es jammerte auch ein bisschen. Es hatte einfach keine Ahnung, wie es überleben sollte. Es rief ganz laut nach seinem Eigelb. Eigelb! Eigelb! Ich brauche dich! Bitte kommen zurück! Du fährst mir doch so sehr! Das Eigelb blieb stumm. Natürlich tat es ihm auch weh, sehr sogar. Es hatte Angst. Es konnte nichts für sein geliebtes Eiweiß tun. Das Eiweiß indes gab keine Ruhe. Es fühlte sich im Stich gelassen. Warum hast du mich verlassen? Du liebst mich überhaupt nicht mehr. Das Eigelb antwortete stumm. Es rief lediglich in Gedanken. Du hast mich gebeten, dich zu verlassen.
Du wolltest was erleben und du wolltest wachsen. Das Eiweiß hatte kein Gehör für die Gedanken von Eigelb. Wut und Enttäuschung wuchsen. Es war traurig und zornig zugleich. Es hatte mich im Stich gelassen. Ich vermisse es doch so sehr. Sein Wimmern half ihm nichts. Der Mixer setzte sich in Gang und schlug das Eiweiß gehörig durch. Jetzt wurde es auch noch geschlagen, gemixt und gequirlt, als ob es nicht schon genug Schmerzen hätte. Die Abenteuer des Lebens fingen jetzt erst richtig an. Es litt, es quälte sich, es schrie sich die Seele aus dem Leib. Es verzerrte sich vor Sehnsucht. Sinnlos erschien ihm ganz plötzlich sein ganzes Leben. Irgendwo hatte es aufgeschnappt, dass es sich selbst lieben müsste, um erneut in die Arme seines Eigelbs zu fallen. Doch was war das? Selbstliebe? Es sprach mit anderen Eiweißen, die langsam zu ihm stießen. Manche schrien, viele jammerten, doch einige nickten weise. Atme tief, kleines Eiweiß, das Leben ist so schön. Du musst deine Klarheit schätzen lernen, dich selbst erkennen. Du musst wissen, dass du alles bist. Du musst spüren, dass du dein Eigelb tief in deinem Herzen trägst. So wie es immer für dich in seinem Herzen, wie es dich immer in seinem Herzen trägt. Du musst deine Form verändern. Das Eigelb wurde stiller und urplötzlich konnte es tief in seinem Inneren sein Eigelb spüren und es begriff. Sein Eigelb war immer bei ihm, egal wenn es gerade 3 Schüsseln weiter schwamm. Und plötzlich hatte es ein erstes Lächeln auf seinem Gesicht. Sein Eigelb hatte es nicht verlassen, sein Eigelb hatte etwas Großes und Bedeutendes für sein Eiweiß getan. Sein Herz wurde milder, sein Atem ruhiger, sein Leib lief, nahm langsam neue Formen an. Es strahlte schon in reinem Weiß. Und dann geschah etwas Wundervolles. Mit jedem Schlag des Mixers erhob es sich zu neuer Form. Es wurde lockerer, fluffiger und luftiger. Es dehnte sich aus, wuchs und wuchs. Die Schwermut fiel restlos von ihm ab. Langsam begann es sich zu lieben. Langsam begriff es, wozu es auf der Erde war. Das Eigelb erlebte inzwischen seine eigenen Kämpfe. Andere Eigelbe stießen hinzu und kämpften um den ersten Rang. Jedes wollte es das Beste sein. Nun fehlen auch noch Butter und Zucker in die Schüssel. Das kann ja heiter werden, dachte das Eigelb. Jetzt werde ich schon vermischt. Was soll das werden? Ich will das alles nicht. Man muss sich ablenken, dachte das Eigelb. Dann hört der Schmerz von ganz alleine auf. Das Eigelb verschloss also sein Herz und verdrängte sein geliebtes Eiweiß. Das Eigelb weinte nicht, es wehrte sich, solange es noch gut bei Kräften war. Doch seine Kräfte ließen sichtlich nach. Jetzt spürte es sein Eiweiß fast gar nicht mehr. Hat es mich vergessen? Hat es gar ein anderes Eigelb getroffen? Immer schneller kreisten seine Gedanken um sein geliebtes Eiweiß. Immer mehr versuchte es, sich abzulenken. Und nun ging der Spaß erst richtig los. Die Maschine setzte sich in Gang. Es wurde geschleudert und geschlagen, mit Zucker und warmer Butter vermengt. Und zwar im Turbogang. Es erlebte verschiedene Aggregatzustände. Ihm wurde heiß, ihm wurde kalt. Es wusste nicht, was mit ihm passierte. Es litt Höllenqualen, hatte Sehnsucht, Angst und Schmerzen. Sein Herz wurde weicher und offener. Es war wohl bestimmt, sein Eiweiß wieder zu finden. Es wollte sein Eiweiß erneut in seine Arme schließen, koste es, was es wolle. Indes in der Backstube. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass man zu guter Letzt das steif geschlagene Eiweiß unterzieht. Ich weiß nicht, wer es erfunden hat. Ich bin mir sicher, es war das Leben. Und so, nach endlos langer Reise, nach einer unbeschreiblichen Odyssee, machte es plötzlich blub. Das Eiweiß traute seinen Augen nicht. Es hatte keinen blassen Schimmer, was war völlig überrumpelt, ahnungslos. Plötzlich lag es wohl wieder in den bekannten warmen Armen. Sein Eigelb war plötzlich wieder da, reifer, wissender, weiser. 2 Herzen, 1 Seele, endlich erneut vereint. Und wenn sie nicht gebraten sind, dann leben sie noch heute. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten.